Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Heute ein bisschen anderer Einstieg, was daran liegt, dass die heutige Folge eher so ein bisschen zufällig entstanden ist. Denn ich war eigentlich bei Seras dabei, bei einer Aufnahme zu unterstützen und dachte mir, irgendwie es fühlt sich an, als könnte es für mich heute gut laufen. Denn dann habe ich einfach mal auf Aufnahme gedrückt und es wurde gut und ja, es wurde wirklich gut. Deswegen viel Spaß bei der Runde. Ist nicht vollständig, weil ich erst so im Laufe der Runde drauf gedrückt habe, aber wird super. Versprochen. Ich fahr mal auf den Hügel hier hinter dem Ort und schau mal, ob da was von deren Spawn kommt. Alter. Arti-Kills nehmen mir irgendwie mal voll die Motivation. Da sind welche. Cool ist, das Ding kannst du halt schön hinterm Hügel spielen, 10 Grad. Gun Depression geht. Ja, ist in Ordnung, aber du kannst halt nicht an den steilsten Hügeln stehen. Nee, das ist klar, das kannst du nur Marder. Au! Fuck. Wo war der denn jetzt? Zwei sind das. Wo waren die denn jetzt? Stehen einfach auf dem Weg zum Ort. Ich markiere es gleich. Hier stehen die. M18 T54. Also hier sind die. Und Jet Spamming. Und hier ist einer. Da, wo der M36 gerade draufgegangen ist. Ja, ich versuche mal ein bisschen hinten rumzukommen. Bin so ein kleiner Popo-Pirat. Ich weiß gar nicht, wie laut das Ding für andere ist. Ich habe ja meinen eigenen Sound relativ runtergestellt, aber es sollte jetzt nicht so mega laut sein. Vor allem bitte nicht mit denen. Alter. Ey, Mittel. Oh. Ach du Scheiße, sind hier viele Gegner. Ja, vor unserem Spawn ist einiges. Alter, der hat einfach meine. Der hat einfach meine RPG gefressen. Naja, zwei weniger. Ich wollte ja schon lange mal wieder eine BMP-Folge machen, habe ich gehört. Ja. Du, die BMPs gehen mir so auf die Nerven. Im Auf-Video von mir, die haben zwei Schuss ausgehalten. Alles andere war mit einem Schuss tot. So, noch einer. Noch einer. BMP räumt auf. Und du hast bei dir Gesellschaft. Hast du mitbekommen? Ich weiß. Das ist ein T28. Den zünd ich jetzt zum dritten Mal gleich an und dann hasst er mich. Nicht, wenn ich dir den Kill vorher klaue. Du! Nein, Spaß. Aber du kannst mal gucken, ich höre vor mir Sachen. Ja, hier ist auch noch einer. Oh ja, ich höre was. Da ist er. Und weg damit. Wie, du lebst noch. Geht doch. Jetzt nicht. Hä? Hast du nochmal geschaut? Ah, das war die Rakete noch, ne? Ich habe mich tatsächlich mittlerweile an dieses Rumgetrudel von den Raketen gewöhnt. Seitdem geht's eigentlich wieder. Wait. Was hat bei mir Bumm gemacht? Aber ja, jetzt sieht man, warum er relativ stark ist und von vielen Content-Creatern, als zu stark angesehen wird. Aber ja, mein Gott, ist halt ein autoloadender Raketenwerfer. Kannst du mir helfen mit dem? Gut, danke. Interessanterweise habe ich gerade, meine Granaten sind nicht explodiert. Also die sind einfach im Gegner jeweils immer gewesen. Hier ist der nächste, Alter, was ist denn hier bitte los? Ich nehme noch eine. Na, warte mal. Lässt du mir was übrig? Ja gut, also es wird wohl wirklich, Wie? Alter, ich tauche hier auf dem Radar der Minimap auf. Das ist, eklig. Hey, das ist nah. Also weit. Ja. Also, ja. Gut, die haben halt nur diesen einen Spawn, ne? Wir schneiden quasi. Genau. Quasi gerade. In A ist einer. Den Nachschub ab. Ja, aber in A ist einer. Au! Ich kann nicht mich bewegen, mein Motor ist kaputt. Ich überlebe das. Ach, Alter. Dieses Ding ist HE-anfällig wie sonst was. Ja. Gut, ist halt nicht gepanzert. Wie gesagt, 25mm Mannpanzer und. Und dann hat er noch so einen Spruch wie drauf, wie I'm the cock of destruction.
Das wünscht er sich. Er kompensiert da, glaube ich, was. Treffen uns bei A. Ich bin mit dem Flieger drin. So. Bei A war, glaube ich, ein Light. Ist noch ein Flieger am Leben? Da, ja gut, die F2G und noch einer. F4 und F2G waren es, glaube ich. Ja. Ja, hier ist ein Gegner. Das ist ein M48. Oh. Schönes Ziel. Ist immobilisiert. Das Problem ist. Ich wollte gerade sagen, ich muss über die Straße drüber, aber hier sieht's. Ich flieg, glaube ich, gleich aus dem Spiel raus. Connection zu Server, du hörst mich noch, oder? Du Roboters. Tja, Leute, falls ich jetzt rausfliege, dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist eine Lüge. Ja, mich hat's rausgeschmissen. Aber bei mir, Rob, also bei mir passieren komische Dinge auch. Also die Panzer zucken gerade rum. Ja, yeah, also das war serverseitig. Ich hab zwar kein Packet Loss oder so. Nee, hatte ich auch nicht. Bei mir war einfach nur Connection zu Server Loss und hat's mich rausgeschmissen. Au! Oh, ich hab ihn noch gesehen! Ich, aber ich mach diese famose Runde einfach mal weiter, ja? Ja, ja. Vielleicht kannst du ja nochmal rein. Das teste ich jetzt. Irgendjemand muss die Nummer hier gewinnen. So, das hier. Stellen wir uns alle nochmal vor, den Uschturm auf dieser Wanne und dann wird's witzig. Boah, ich hab gestern ein Bild auf Reddit gesehen von der BMP. Oh ja, ich darf wieder rein. So, ich darf wieder rein, sehr schön. Ja, ich habe gestern auf Reddit ein Bild gesehen von der BMP-1-Wanne mit dem Flakturm von dem 6-3er Flak-Truck. Also den beiden, was sind's, 30er oder 25er? Das wäre schon nice. Ja, mich hat's im Flugzeug jetzt leider zerlegt und die haben A immer noch. Ich komme mit dem Wiesel rüber. Keine Ahnung, was gerade schon wieder los war. Alter, dieser CIS-12-Truck macht jetzt schon den zweiten oder dritten fertig. Weiß halt nicht, wo der steht. Also ich gehe mir jetzt erstmal die ASO schießen. ASO? Was für eine ASO? 85, die muss irgendwo da hinten stehen. Okay, wir sollten vielleicht auch das Objective im Auge behalten. Ja, ich fahre da jetzt hin. Nur halt von der Seite rein. Okay, irgendjemand schmeißt Arti auf mich. Warum? Woher weiß der vor allem, dass ich hier bin? Du bist eine Gefahr. Ja, ich verstehe halt nicht, woher der wissen kann, dass ich hier bin. Das ist mein Problem. Ja gut, Lights sind halt unfassbar laut geworden, ne? Ja, aber doch nicht so, dass der so genau Pinpoint mir eine Arti auf den Kopf wirft. Ja gut, wer weiß, wie weit der weg ist, ne? Also vielleicht ist die Arti ja so hoch groß eingestellt, dass quasi die halbe Map eingezogen ist. Du weißt ja, wie groß die Arti ist am Anfang. Ja. Oh, ich habe hier einen Gegner bei mir. Irgendwo. Hier kommt er raus. Klar, durfte ich den nicht scouten. Wäre auch zu schön gewesen. Hier hinten steht ein Gegner. Warum weiß der, dass ich hier bin? Aber das war auch leider dumm geschossen. Naja, ich kann mir nichts vorwischen. Ich komme im Flugzeug. Ja, gut, ich brauche Hilfe, ganz dringend. Ja, ich komme im Flugzeug und arbeite. Nur um 5 Kilometer. Weil ich. Wo? Markieren? Direkt vor mir. 3. Scout ihn gleich. Was ist es? Ich durfte nicht scouten, ein Super Pershing direkt im Wald vor das mir. Das ist ein Problem.
Da ist er. Motor. Hä, wieso? Den kriegst du doch von oben easy. Was, ja, hast du denn? Rohr? Motor. Scheiße, ich hab ihn aus den Augen verloren. Oh, super, hinter mir ist noch was. Kette und mehr innen drin, Getriebe, Motor. Wo kommt der gerade hin? Ich glaube Richtung Ort. Warte mal, warte nochmal, lass mich nochmal anfliegen. Nee, der guckt dich an, guck dich an. Ja, tut er. Aua, aua, aua. Also wenn du ihn straight von oben anfliegst, sollte der kaputt gehen. Ich komme. Hurry up. Ich muss in Cap. Nee, ich komme nicht bei. Also du hast auch seine Kanone nicht bekommen? Nee, aber seine Tubes. Für die Höhen. Für die Höheneinstellung. Scheiße, mich beschießt die Flak. Ich muss die Flak wegmachen. Schieß nochmal, scheiße. Ich hab vergessen. Ja, ich versuche jetzt ganz schnell in den Punkten Fuß zu stellen. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich dabei drauf gehe. Oh ja, ich sehe die Flak. Lol, ich habe einen Schuss überlebt. So. Mich hat es leider auch zerrissen. Lol, ich habe aufgehört zu brennen. Alter Klohaus, bringst du mich jetzt um? Unfassbar, ey. Außen steht die ASU, glaube ich. Ist markiert. Ist das die? Mach nochmal einen Anflug. Danach bin ich eh tot. Ja, also, das ist der TD da außen, ist, glaube ich, die ASU. Sehr schönes Raus. Ja. Lol, der hat nicht mal einen Kill dafür bekommen. Nice. Aber ich hatte eh keine Money mehr. Zurückfliegen hat sich jetzt nicht gelohnt. Junge, war das knapp. Krass, dass ich es überlebt habe. Aber die Flak war hier ganz in der Nähe. Ja, das mit der Atombombe wird leider nix. Ich habe 48 Fahrzeugpunkte. Ich eile. Eil du mal. Alter, ich schwöre dir, wenn ich zweimal in einer Runde durch Arti draufgehe, gibt's eine Abmahnung, Gaijin. Lass mich in Ruhe! Lass mich... Alter, jetzt hat er mich echt mit dem 50... Ich hätte einfach stehen bleiben sollen. Manchmal weiß man, jetzt steckt man nicht drin. Ja, so sieht's leider aus. So, ich hoffe, mit dem Leo komme ich noch rechtzeitig an. Der T-26 ist tot. Wow. Also irgendwo, ich schätze mal bei E2 oder so war die Art hier. Hier ist ein Gegner. Also. Ja, ist echt eine gute Runde für dich gewesen. Quasi. Sei froh, dass ich rausgeflogen bin. Jetzt wieder an. Alter, jetzt hier stehen zwei Lights von uns vor dem Punkt und lassen sich das nicht klauen. Ja, ich arbeite dran. Fahr da gerade hin, aber ich bin zu lahmarschig. Weil ich hier auch gegen alles gerade gegenfahre, weil ich zu sehr hier in die Richtung noch gucke. Okay. Sie haben den Punkt wieder. Scheiße, wo steht denn der Dude? 6 Gegner leben noch. Ja, wie gesagt, einer steht hier irgendwo in der Ecke. Gut, dann lasse ich die mal bei A-Dinge machen. Lass die mal A-Dinge machen. Ich will meinen Ace haben, ich will 10 Kills. Da ist er, da ist die Sau, da ist die Sau. Das ist Double Ace, 10 Kills, das ist Double Ace. Nein! Oh, Heat! Oh Mann! Oh Menno! Ich bin hier am Baum hängen geblieben, mit der Scheiße. Was ist denn das? Irgendein Heavy. Na, ah, jetzt ist er schon um die Ecke gefahren. Nein, Tiger B! Hätten sie mir nicht mal übrig lassen können. Da hinten ballert irgendwas in den Himmel. Ja. Und ich glaube, rechts von mir wurde gerade gesmoked. Ja, ich glaube, das ist der Tiger. Ja, ist er. Oh, da ist was vor uns. Ich höre ihn nicht, sehen aber nicht.
Wer, oh, wer ballert denn da mit dem MG rum? Hab ihn getrackt, genau hier. Also direkt vor dir. Oh. Lol. Ich bin sowas von tot. Nee, lol. Bin ich nicht. Ist das überlebt? Achtung, da kommt noch einer. Alter, der ist nicht tot. Das ist ein Jumbo. Ich bin jetzt ziemlich tot. Alter, ich sehe halt nichts durch das ganze Grünzeug. Oh Mann. Ich frag mich, wie ich den VF. Hä? Was? Was passiert denn hier gerade? Alter! Was? Was zur Hölle war das denn bitte? Also die Heat hat mich gerade hart im Stich gelassen. Ich bin raus. Aber ich denke, das haben wir gewonnen. Ich würde das ja schon gern gewinnen, die Runde, ne? Alter, vor allen Dingen, ich habe halt nicht so auf die Vitals geschossen, weil ich dir den Kill gönnen wollte. Aber oh halt, Mann. Waren halt leider noch zwei andere Panzer. Ja, ich hätte einfach nicht so weit vorfahren dürfen. Aber ja, das haben wir im Sack. Boom. Leider keine 10 Kills. Ja, sollte sich trotzdem für dich gelohnt haben.